Also, Wolli, lass uns doch mal quatschen. Ja? Ach, nee, doch nicht. Na gut, dann benutze den Strohhalm mit dem Gründrink. Ich erinnere mich da an ganz alte Zeiten. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Junge, jetzt können wir hier... Das Zeug macht die Spucke schön dick. Jetzt können wir hier alles anrotzen. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr was. Okay, das war's schon mal nicht. Das Schild vielleicht... Hey, pass mit der Spuckerei auf. Gut, das war's wohl nicht. Hey, pass mit der Spuckerei auf, verdammt nochmal. Gut, das war's auch nicht. Spucken wir mal in die Pfanne, mal gucken, was passiert. Hey, pass mit deiner Spuckerei auf. Das war's dann wohl auch nicht. Und, ach, das wird da langsam knapp. Können wir die Kerze ausspucken? Hey, verdammt nochmal, dein grüner Eumel wieder meinen schönen Ausgehanzug. Mein Mund ist wieder ganz trocken. So, dann müssen wir nochmal den Strohhalm... Ich hoffe, wir schaffen das hier zeitmäßig überhaupt, bevor wir, sterben. So, okay. Wir haben hier einen Ballon. Wenn er dagegen spuckt, prallt das gegen den Ballon. Das ist es also schon mal nicht. Da haben wir ein Schild, da haben wir einen Blasebalg. Da treffen wir bestimmt wieder Wolli. Hey, das Übliche. So, und dann hier Spuckrad des Todes. Mal gucken, passiert bestimmt gar nichts. Nein. Da. Nein. Und da. Hey, pass mir gleich Spuckerei auf. Gut, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Verdammt, was muss man denn hier anrotzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ballon passiert gar nichts. Doch. Und der Mund ist ja ganz trocken. Verdammt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. So, was haben wir denn noch? Und wenn ich es nochmal hier reinprobiere, Moment. Dann treffen wir bestimmt wieder Wolli. Hey, mein, immer deine Scheiße rumgerotze. Und hier, Rat des Todes bringt auch nichts, ne? Nee, so gar nichts. Ach. Ach. Oha. Was geht hier vor? Lau! Mach die Kerzen wieder an! Guybrush ist entkommen! Finde ihn! Ha! Ich wette, LeChuck ist jetzt ziemlich geschockt. Genau. Hey, Wolli? Ja? Kannst du als Kartograf mir sagen, wo wir sind? Schwer zu sagen. Okay, wir sind also im Dunkeln und Krempelkisten, aber... Ich weiß nicht, was für Krempel. Hier sind Kisten, aber ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und es ist ganz schön dunkel und der Ton geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Was haben wir vielleicht irgendwie was zum Licht machen? Hatten wir nicht? Ach, Streichhölzer. Zack. Heiliger Stinktierschweiß. Au. Ah, ah, meine Hand. Oh, 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 oh. Teil 4, Dinky Island. Tja, somit sind wir, huch, wenige Stunden später. Ja, somit sind wir zumindest der Tyrannei von LeChuck entkommen und, wir haben, huch, wir haben nur noch, ich dachte, nee, wir haben noch das Inventar, ich dachte, wir haben nur noch die Liebesbombe. Quack! Den Papagei kennen wir doch aus dem Laden. Okay, gehen wir nochmal drüber, sodass keiner vergisst, wo wir vergraben haben. Und eine Flasche? Meine Enkelin soll mal einen echten Mann heiraten. Einen Captain! Nicht solche Waschlappen wie euch, Krack! Okay, nehmen wir mal die Flasche und mal gucken, was da drin ist. Polly will einen Keks! Kann man mit dem reden? Polly will einen Keks! Polly ist süß! Okay, gehen wir nochmal drüber. Rüber. Gut, schauen wir mal die Flasche an. Sie ist leer und es ist eine Kappe drauf. Können wir die vielleicht öffnen? Es ist keine Drehkappe. Huch. Ich sehe jetzt gerade erst, dass da Herman Toothrot sitzt übrigens. Der ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wir gucken uns trotzdem erstmal um, lesen das Schild.
Willkommen auf Dinky Island, Heimat des legendären Schatzes von Begoob. Okay, das heißt, wir nähern uns vielleicht langsam dem Ende. Ein Stein. Da ist eine Kerbe, wo ich mit dem Kopf gegen geknallt bin. Hihihihiha. Und eine Destillerie. Captain Marley, wo sollen wir denn den Schatz vergraben? Das benutzt man zum illegalen Schnapsbrennen. Also die Destillerie hier meine ich natürlich, nicht den Papagei. Und ein Fass. Es sieht alt aus, das Fass. Herman Toothrot, alte Sau. Hey, Herman, alte Sau. Oh, hallo. Ich habe auf dich gewartet, weißt du? Was soll das heißen, du hast auf mich gewartet? Ja, unsere Begegnung findet jetzt, im letzten Augenblick meiner Existenz, bis jetzt statt. Alles andere war nur ein Vorspiel auf dieses Ereignis. Willst du damit sagen, dass dein ganzes Leben auf diese Begegnung ausgerichtet war? Ja, deines auch. Aber merke, auch dieser Augenblick ist schon vergangen. Nun ist unsere Begegnung nicht mehr als ein weiterer Stein auf dem Weg zu den Dingen, die noch kommen werden. Und was machst du denn hier? Ja, ich lehre ja Philosophie. Hier am Strand? Ja, der Ort ist besser als irgendein Kloster in Tibet, weißt du? Hier kann ich wenigstens zwischendurch surfen gehen. Ja, Alter. Und was für eine Art von Philosophie studierst du hier? Ja, der neo-existenzialistische kartesischer Zentaurismus. Der Schlager auf allen Cocktailpartys dieses Jahr. Und wie viele Studenten hast du so zurzeit? Sag doch mal. Zurzeit noch keinen einzigen. Aber sobald sich rumspricht, dass ein Guru an einem solch wunderbaren Ort seine Lehren erhält, ja, da muss ich viele Leute abwimmeln bestimmt, ja. Kannst du mir vielleicht etwas Philosophie beibringen, so jetzt? Okay, hier ist ein Zen-Koan für dich. Ein was? Ein philosophisches Puzzle. Wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand in der Nähe ist, um es zu hören, welche Farbe hat der Baum? Waldgrün? Nicht doch. Cyan? Nö. Blau? Nein. Magenta? Nö. Purpur? Nicht ganz. Aquamarin vielleicht? Nein, auch nicht. Aber vielleicht rot? Rot hört sich gut an. Leider falsch. Braun? Nein, nicht doch, nein. Hat er vielleicht gebranntes Siena als Farbe? Naja, ist auch das falsch. Und vielleicht Sepia-Farbe ist immer schön. Leider falsch, nur Fotos. Hat er vielleicht eine Haselnussfarbe? Nö. Und vielleicht Zinnoberrot? Nicht ganz. Vielleicht sieht er einen Hauch nach Orchidee aus? Leider falsch, auch das. Und Türkis vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Und Pfirsich? Pfirsich vielleicht? Nein, das ist ganz falsch. Und pflaumenfarben vielleicht? Nein, nah dran, aber nicht ganz. Beige hört sich doch gut an. Beige ist eine super... Nö. Vielleicht eine Auberginenfarbe? Nein, nicht doch. Nein. Aber teerschwarz. Der Baum ist teerschwarz. Nein, nicht doch. Nein. Weinrot eventuell? Weinrot? Nein, nicht ganz. Schiefergrau. Schiefergrau ist doch toll. Nein, gar nicht. Und Rauchgrau, wenn er schon grau ist? Nö. Alarmgelb vielleicht? Leider auch total falsch. Ist er vielleicht korallenfarben? Nein, ganz daneben. Vanillefarben eventuell? Nein, auch das ganz daneben. Kirschfarbe eventuell? Nein. Pink ist eine super Farbe für Bäume. Nein. Ist ja kein Ed Hardy-Baum. Umbra, hatte ich Umbra schon? Nö, aber nö. Und Camoix vielleicht? Chamois? Nö. Spargelgelb, so ein leichtes? Leider auch falsch. Johannisbeere?
Nein, und langsam solltest du zum Ende kommen, denn deine Zuschauer werden sehr ungeduldig, weißt du? Vielleicht Himbeere? Ich mag Himbeeren. Nö. Aber Eierschalenweiß, wie in der letzten IKEA-Kollektion. Nö, auch nicht. Und jetzt gib endlich auf. Na gut, dann gebe ich jetzt endlich auf. Denk noch etwas darüber nach und komm einfach wieder, wenn du die Antwort weißt, weißt du? Ja, das war aber hart. Captain Marley, wo sollen wir denn den Schatz vergraben? Und da haben wir noch ein Brecheisen übersehen. Ah, schau an, Brecheisen. Ich kann nichts Besonderes... Naja, natürlich nicht. Nimm das Brecheisen. Und wo können wir denn jetzt nochmal hin? Können wir überhaupt noch irgendwo hin? Gehe zu Baum. Schau an, Baum. Sieht wie ein großer Bleistift aus. Okay, Dschungel. Da war gerade Dschungel. Schau an, Dschungel. Ich stehe vor einem Dschungel. Ja, das ist richtig. Dann geh doch mal zum Dschungel. Oh oh, ich rieche Labyrinth. Ich speichere mal ganz kurz wieder ab und dann diesmal aber nicht auf der 2, sondern hier Labyrinth des Todes. Wir wollen ja ein bisschen überdramatisieren hier und dann gehen wir mal zu noch mehr Dschungel. Und mehr Dschungel. Mehr Dschungel ist immer gut. Dann gehen wir mal zu mehr Dschungel. Können wir den noch anschauen? Ja, können wir den anschauen? Ich kann nichts mehr... Ja, natürlich nicht. Und da haben wir einen Beutel. Da hat jemand seinen Sack einfach über den Baum geworfen. Da ist irgendwas drin. Können wir den nehmen? Ich komme aber nicht ran. Können wir den vielleicht mit dem Brecheisen runterholen? Das sollte ich lieber nicht tun. Vielleicht mit der Angel? Das wäre nicht gerade sportlich fair. Natürlich wäre das sportlich fair. Verdammt, können wir vielleicht einen Affen dazu benutzen? Ich glaube nicht, dass das klappt. Gut, dann eben nicht. Das Horn, vielleicht die Schaufel auf den Beutel. Das kann ich nicht schaufeln. Ja, ist ja super. Die Angel würde sich doch anbieten dafür und sonst sehe ich aber gar nicht, was wir mit dem Beutel benutzen könnten. Kann man auf dem... Ach, den Baum vielleicht. Ich kann nichts Besonderes daran erkennen, aber fällen wollen wir den ja auch nicht. Ja... Wochenendausflug nach Hook Island? Kann man da nicht springen? Einfach oder auf den Baum klettern? Benutze Baum. Nein, das klappt so nicht. Okay, das klappt so also nicht. Das habe ich ja gesagt. Ja, sag ich doch. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir da später. Ja. Mist. Jetzt ist hier aus Versehen... Nein! Jetzt muss ich auch gleich mal einen Blackscreen reinschneiden, weil ich aus Versehen gerade aus dem Fenster rausgeklickt habe. Das ist ja ein bisschen doof. So, wo geht es denn jetzt? Da ging es ja noch weiter zu noch mehr Dschungel. Also zu mehr Dschungel. Nicht noch mehr Dschungel, sondern einfach nur mehr Dschungel. Und mal gucken, wo wir da hinkommen. Eine Kiste und ein Teich. Ein stinkender, schleimiger, brackiger Teich. Sieht kräftig aus. Und ich wollte gerade noch einen Witz machen mit Teichenbeschleuniger. Ja. Okay, Kiste und können wir vielleicht die Kiste mit dem Brecheisen öffnen? Hä? Nein, sie ist mit dem Seil zugebunden. Und das Messer haben wir natürlich zufällig verloren bei dem Flug. Das heißt, mit dem Messer kriegen wir das Seil jetzt nicht mehr durch. Und ansonsten sieht es ja auch sehr ungünstig aus mit Sachen zum Seil durchschneiden. Verdammt! Gucken wir zu dem Dschungel da, mal gucken, was da kommt. Und noch mehr Dschungel und mehr Dschungel. Sieht ein bisschen nach Labyrinth aus jetzt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen werden. Ein Dinosaurierbusch. Okay, jetzt können wir da lang und da lang. Ich gehe hier einfach mal quer durchs Gemüse. Irgendwo werden wir sicherlich durch rauskommen, ankommen. Oh. Gut, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Verdammt. Können wir eigentlich... Warte mal. Können wir eigentlich? Da ist noch ein Felsen. Und wir haben hier eine leere Flasche, mit der wir sonst vorerst nichts anfangen können. Geht das? Hä? So, schau an, zerbrochene Flasche. Habe ich gerade Martini-Glas? Da ist Martini-Glas.